Was für eine gute Nachricht. Auf das glückliche Ende dieser unseligen Angelegenheit. Danke, Hanno. Sehr gerne. Und auf deinen Sohn. Ich muss Robert unbedingt bald mal persönlich kennenlernen. Das lässt sich arrangieren. Aber Vorsicht, verliebt ihn nicht in ihn. Er ist ziemlich attraktiv. Du kannst stolz auf ihn sein. Ja. Scheut keine Gefahr, befreit seine Verlobte im Alleingang und schlägt die Entführer in die Flucht. Ich hatte anfangs so meine Zweifel an seiner Strategie, aber sie ist aufgegangen. Ah, der Mann hat Feuerwehr in Argentinien. Ganz der Vater. Ich bin aber kein Argentinier. Mm. Im Herzen warst du das schon immer. Ja. Hoffentlich kann die Polizei diese Frau von Heidenberg bald aus dem Verkehr ziehen. Vermutlich hat Robert sie angeschossen. Sie kann also nicht weit gekommen sein. Sie könnte verletzt sein? Mhm. Mein Sohn Moritz ist heute angekommen. Und er hat im Wald eine Frau getroffen, die verletzt war und stark blutete. Und wann war das? Am Vormittag. Was meinst du? Könnte das diese Barbara von Heidenberg gewesen sein? Wenn wir nichts riskieren wollen, dann muss ich die Wunde regelmäßig verbinden. Hier. Aber bitte, Sie sehen sicher auch mit nur einem Bein ganz nett aus. Ne? Ich dachte, ich hätte was gehört. Hier wohnt keiner mehr. Danke, dass wir Ihnen das übrig gelassen haben. Es ist keine Party hier. Ach ja? Es liegt aber an Ihrer miesen Stimmung. Er hasst mich einfach abgrundtief. Als ich Nies in die Augen gesehen habe, wie er Eva Krenninger retten wollte, da hätte er mich am liebsten umgebracht. Ich glaube, das ist der falsche Moment, um sentimental zu sein. Ich hätte nie einen guten Draht zu ihm. Er ist einfach ein selbstgerechter Moralapostel. Das kenne ich. Ben und ich, wir waren auch oft nicht einer Meinung, aber ich liebe ihn. Ja. Geht mir mit Nils genauso. Gut, dass Ben nicht mitbekommt, wie diese Saalfeld-Sessi Oberwasser bekommen haben. Die werden sich wundern. Mit denen bin ich noch nicht fertig. Was haben Sie denn vor? Ich werde denen einen Schlag versetzen, von dem sie sich nie wieder erholen werden. Und zwar bald. Bieten Sie lieber, dass wir hier heil rauskommen. Wie war's? Ich hab ne Dusche abbekommen. Es hat geregnet? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Seit wann trägst du Pumps? Findest du die Stimme nicht? Oh, ich hatte gedacht, die deutsche Provinz ist so langweilig. Aber dann treffe ich diese verletzte Frau im Wald und dann das zauberhafteste Wesen, das mir je begegnet ist. Und wo ist dieses zauberhafte Wesen jetzt? Geflüchtet? Seit wann laufen alle Frauen von dir davon? Muss ich mir Sorgen machen? Du kennst doch das Märchen vom Aschenputtel. Der Prinz mit dem verlorenen Schuh? Ich werde sie suchen, bis ich sie gefunden habe. Na, die junge Dame scheint ja ganz schön im Kopf verdreht zu haben. Schade nur, dass ich nicht weiß, wer sie ist. Ja, da kann ich dir leider auch nicht helfen, aber was die verletzte Unbekannte im Wald angeht, da gibt's Neuigkeiten. Alles okay? Ich hab wohl nur geträumt. Schlimmes? Von Heidenberg.
und der Scheune und einer Mistgabel. Willst du ein Glas Wasser? Eine Tablette? Michael hat mir ein Beruhigungsmittel für dich dagelassen. Er meinte, die Erinnerung an die letzten Tage könnte dir etwas zusetzen. Ich brauche nur dich. Weißt du, als ich da in der Scheune lag auf diesem kalten Boden, weißt du, wie sehr ich dich da vermisst habe? Ja. Mich oder das Bett? Besonders dich. Ich fühle mich so sicher bei dir. Ich halte dich fest. Mach dir keine Sorgen. Ich halte dich fest. Für immer. Wieso bist du nicht zurück? Bin ich ja. Aber der Typ muss sie mitgenommen haben. Na super. Wie komme ich denn jetzt an meine Schuhe? Und Prince Charming ist dir jetzt egal? Du bist mir einer. Erst lässt du dir die Schuhe klauen und dann lässt du dich beinahe von einem Typen küssen, den du gerade mal ein paar Minuten kennst. Paar Minuten? Das war mindestens eine halbe Stunde. Oh, pardon. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Wie heißt er denn? Moritz. Und weiter? Keine Ahnung. Wie bitte? Ja, wir haben so viel gequasselt, da habe ich nicht gefragt. Aber du hast seine Telefonnummer. Hm. Ich weiß es nicht. Aber es ist noch Kaffee da. Ja, hier, ganz frisch. Sie retten mein Leben. Theresa Burger, ich bin eine Freundin von Gitti. Lena Tastro. Ich betreibe das Bistro hier im Hotel. Da ist ganz schön viel los heute. Ach, ja. Ach, und ich habe mich ganz schön geärgert. Ich habe eine Annonce wegen eines Nachmieters aufgegeben. Die Idioten von der Zeitung haben sie nicht abgedruckt. Sie wollen ausziehen? Ich wohne schon bei meinem Verlobten. Suchen Sie eine Wohnung? Allerdings. Naja, soweit ich mich erinnere, kennen Sie sie ja schon. Ja. Da hatte ich allerdings mehr Augen für Ihren Bruder als für die Räumlichkeiten. Ach. Kann ich sie mir noch mal angucken? Klar, gerne, aber nicht heute. Ich habe zu viel zu tun. Okay. Es sei denn, die Kleider, die ich auf der Hochzeit anziehen will, hängen noch in der Wohnung. Wenn ich Ihnen den Schlüssel gebe, könnten Sie sich umschauen und mir die Sachen dann mitbringen. Natürlich, gar kein Problem. Ja? Ein graues Kleid und ein heller Schal. Danke. Was? Ja. Also riskant war das schon, die Heidenberg so reinzulegen. Ich weiß nicht, ob ich den Schneid gehabt hätte. Was hätte ich denn machen sollen? Ich meine, ich hatte keine andere Wahl. Valentina dieser Gefahr aussetzen? Niemals. Ich wundere mich immer noch, dass es geklappt hat. Ja, mutig war es trotzdem. Wenn ich überlege, dass Barbara meiner Frau eine Waffe an den Kopf gehalten hat, unglaublich. Aber wie sagt man so schön? Helden sind diejenigen, die in einer brenzligen Situation das Richtige tun. Ah. Übrigens, haben die Eva und Sie schon irgendwelche Pläne? Die Hochzeit. Ja? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht nachgedacht. Naja, vielleicht wäre jetzt erstmal auch Urlaub ganz gut, hä? Ein bisschen entspannen und vom Schreck der letzten Tage erholen. Am liebsten würde ich Eva sofort heiraten. Wir mussten so lange darauf warten. Das ist schon klar, aber ob das jetzt so kurz nach der Entführung der richtige Zeitpunkt ist? Ja, mein Verstand sagt mir auch, dass es besser ist zu warten. Aber Sie wissen ja, wie das mit dem Verstand so ist. Werbung. So, jetzt gibt's erstmal ein ordentliches Frühstück. Guten Morgen. Guten Morgen.
Oh weia, wenn ihr mich weiter so mästet, dann passt mir bald nichts mehr. Du sollst da wieder zu Kräften kommen. Du klingst schon genau wie Robert, der füttert und verhätschelt mich auch die ganze Zeit. Ja, wenn's zwei sagen, wird schon was dran sein. Gut, also damit du Ruhe gibst. Wie fühlst du dich denn jetzt? Es fühlt sich so toll an, wieder frei zu sein. Ich genieße jede Sekunde. Ist gar nicht zu glauben, dass du wieder bei uns bist. Wenn ich noch dran denke, wie sie dich alle gesucht haben. Weißt du, unsere Männer haben schon einiges riskiert, um dich zu finden. Der Alfons, der Jakob, Nies Heinemann, Robert. Das klingt vielleicht komisch, aber ich habe das irgendwie gespürt. Wie meinst du das? Naja, als ich in der Scheune lag, auf dem kalten Boden gefesselt und geknebelt. Ich weiß noch, als Xaver und Jakob plötzlich in die Scheune kamen, ich bin fast verrückt geworden, weil ich mich nicht unter dieser Plane bemerkbar machen konnte. Aber ab dem Moment wusste ich, dass ihr mich nicht vergessen habt, dass ihr weiter nach mir sucht. Und das hat mir wieder Kraft gegeben. Ich werde Robert und euch allen nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Morgen. Ich habe gehört, die Entführung Ihrer Schwester ist gut ausgegangen. Das freut mich für Sie. Dann haben Sie also auch schon von Roberts Heldentat gehört. Was ist denn los? Sie haben noch allen Grund, mit der Sonne um die Wette zu strahlen und die Welt zu umarmen. Kann ich bitte einen Augenblick für mich sein? Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Das hat doch nichts mit Ihnen zu tun. Meine Schwester ist gerettet, sie wird wieder gesund, sie ist frei, aber habe ich irgendwas dazu beigetragen? Nein. Aber es ist doch egal, Alfons, Nils, Robert, der halbe Fürstenhof konnte helfen, nur ich nicht. Dabei ist Eva meine Schwester. Die Hauptsache ist doch, dass Verdammt, ich bin ihr großer Bruder. Ich habe immer auf sie aufgepasst. Und da steckt sie einmal richtig in der Klemme und ich... Ich bin ein Versager. Moment. Wie reden Sie denn über den wunderbarsten Mann, den ich kenne? Bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Du kannst von dir denken, was du willst. Aber für mich bist du einfach der wunderbarste Mensch der Welt.